Das US-Repräsentantenhaus hat eine Untersuchung zu Sex- und Drogenvorwürfen gegen den umstrittenen republikanischen Abgeordneten Matt Gaetz eingeleitet. Der Ethikausschuss der Kongresskammer gab die Untersuchung gegen den glühenden Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump wegen möglicher Verstöße gegen Regeln des Repräsentantenhauses, Gesetze oder andere Verhaltensstandards bekannt. Es gäbe öffentliche Anschuldigungen, wonach der 38-Jährige sich womöglich sexuelles Fehlverhalten und/oder illegalen Drogenkonsum habe zu Schulden kommen lassen. Zudem soll er im Parlament unangebrachte Bilder oder Videos gezeigt haben. Er steht außerdem im Verdacht, Wahlkampfmittel für persönliche Zwecke genutzt zu haben. Auch soll Gaetz unangemessene Zuwendungen oder nicht erlaubte Geschenke angenommen haben. Der republikanische Abgeordnete wies die Vorwürfe zurück und gab an, er sei Opfer von Erpressung. Politiker der Demokraten forderten Gaetz inzwischen zum Rücktritt auf.